Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch die Neuerscheinungen vom Oktober für euch und auch im Oktober haben wir wieder einige Neuerscheinungen. Es ist ja auch Buchmessemonat und ich habe gefühlt bestimmt auch 50, 60, 80, 100 Bücher vergessen noch mit aufzuschreiben und ja, es ist einfach, der Oktober ist einfach wie immer der Bücherwahnsinn schlechthin, da kommen so viele Bücher raus und ja, ich habe natürlich jetzt nicht alle aufgeschrieben, sondern die, wo ich dachte, die interessiert euch hier so mit am meisten. Ansonsten gibt es noch zu sagen, wie immer gilt, dass ich euch die Erscheinungstermine für die richtigen Bücher nenne und nicht für die E-Books. Die E-Books könnten unter Umständen alle schon erschienen sein, weil E-Books ja oftmals einen Monat vor dem Buch rauskommen, also schaut da auf jeden Fall mal nach und ja, mehr gibt es jetzt an dieser Stelle auch nicht zu sagen, außer ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, werde ich im Oktober auch direkt lesen, das kann ich euch schon verraten, denn ich bekomme dieses Buch wieder netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt und zwar ist das Hot von Lauren Blakely, das ist der dritte Teil der Big Rock Reihe und in diesem Buch geht es um Wyatt Hammer und ich vermute mal ganz stark, dass Wyatt mit dem Protagonisten aus dem zweiten Teil Mr. O verwandt ist, weil er heißt auch Hammer mit Nachnamen und ja, ich weiß nicht, in was für einem Verhältnis die beiden stehen. Auf jeden Fall erscheint der dritte Teil der Big Rock Reihe am 1. Oktober noch. Und da freue ich mich schon sehr drauf und ich würde sagen, ich erzähle euch mal, worum es in Hot geht. Mein Name ist Wyatt Hammer. Ich habe alles, was Frauen wollen. Ich bin wohlhabend, verdammt attraktiv und extrem humorvoll. Das Komplettpaket sozusagen. Leider habe ich aber auch diese eine schreckliche Schwachstelle. Ich bin viel zu anständig. Denn Natalie, meine neue Assistentin, ist süß, heiß, furchtbar intelligent, eine Traumfrau. Wäre ich irgendein Dreckskerl, wäre es mir natürlich egal, dass ich ihr Boss bin. Aber das ist es eben nicht. Sex und Privatleben werden bei mir streng getrennt. Bis zu dieser verhängnisvoll sinnlichen Nacht in Las Vegas zumindest. Und ich finde, das klingt wieder nach einer ganz, ganz tollen Lauren Blakely-Geschichte. Ich finde ja, dass die Geschichten von Lauren Blakely richtig süße, niedliche Liebesgeschichten so für zwischendurch sind, für einen schönen Lesenachmittag. Ihre Bücher sind ja auch nicht immer extrem dick, die sind ja so meistens so um die 200, 250 Seiten und ja, das entspannt mich immer total, ihre Bücher zu lesen und auf Hot freue ich mich schon sehr und ja, wie gesagt, werde es im Oktober auf jeden Fall mitlesen. Dann haben wir noch drei weitere Bücher, die ebenfalls am 1. Oktober erscheinen und ein weiteres Buch, was ich im Oktober auch definitiv mitlesen werde, ist Die Sprache der Dornen von Leigh Bardugo. Die Sprache der Dornen ist eine Kurzgeschichtensammlung zu den Sagen der Grisha-Welt. Also das ist keine richtige Geschichte, sondern in diesem Buch werden sechs Sagen und Legenden, die es in der Welt von Grisha und unseren Krähen gibt, zusammengefasst und erzählt. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Ich bin auf diese Geschichten und Legenden gespannt und ja, ich werde euch natürlich berichten, wie es mir gefallen hat. Ich kann aber zum Buch an und für sich sonst nichts weiter sagen, weil wie gesagt, es sind sechs Kurzgeschichten. Ich habe jetzt auch ehrlicherweise keine Ahnung, um was es in diesen Geschichten genau geht. Ich habe es mir schon durchgelesen, was das für Geschichten sind, aber ich kann mich das auch nicht mehr so genau dran erinnern. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und ja, wie gesagt, wenn ich das Buch gelesen habe, werde ich es euch auf jeden Fall berichten. Das dritte Buch, was noch mit am 1. Oktober erscheint, ist der fünfte und ich glaube auch letzte Teil der Talon-Reihe von Judy Kagawa. Und ja, das ist Talon Drachen, habe ich es mir mit aufgeschrieben, ja, Drachenschicksal. Und ich kann nur sagen, dass ich wirklich glücklich bin, wenn diese Reihe vorbei ist, weil das ist jetzt, wie gesagt, der fünfte Teil. Und ihr wisst, mein Durchhaltevermögen bei so Reihen ist nicht immer so das Beste. So Dilogien, Trilogien ist alles schön, aber alles, was über drei Teile hinausgeht, das ist für mich echt schwierig. Da muss ich echt immer mit mir kämpfen, auch dran zu bleiben. Auf jeden Fall habe ich die ersten vier Teile gelesen. Ich bin jetzt auf den fünften und letzten Teil gespannt und ja, ich bin gespannt, wie die Geschichte rund um Amber und ihre Freunde ausgeht und ja, zum Inhalt kann ich euch auch hier nichts verraten, dass der fünfte Teil ist und die Geschichte nahtlos aneinander anknüpft und alles, was ich jetzt hier vorlesen würde, wäre ein Spoiler zu den ersten vier Teilen und deswegen lasse ich das an dieser Stelle auch einfach mal und ja, ich würde sagen, wir warten mal den 1. Oktober ab und ich bin gespannt, was Drachenschicksal für uns bereithält. Ich werde euch natürlich auch hier berichten, wie mir das Buch gefallen hat, wenn ich es gelesen habe, ob ich es im Oktober mitlese gleich. Ich weiß es ehrlicherweise gesagt noch nicht. Ich muss gucken, wie ich das hinkriege mit dem Lesen im Oktober. Mal schauen. Und das letzte Buch vom 1. Oktober, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Das Herz der Kämpferin. Ich habe mir dummerweise vergessen, den Namen der Autorin aufzuschreiben, aber ihr seht das ja hier auf dem Cover, da steht ja der Name mit drauf. Und ja, Das Herz der Kämpferin werde ich im Oktober auch auf jeden Fall mitlesen und es ist wieder eine High-Fantasy-Geschichte. Und ich würde sagen, ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Buch geht. Ich muss mal anmerken, dass ich das Cover richtig, richtig cool finde. Richtig cool. Richtig cool. Sie ist zur Kämpferin erzogen worden und als Tochter des Clanführers würde die 17-jährige Aileen jederzeit ihr Leben für ihre Familie und ihre Freunde geben. Während einer Schlacht gegen die verfeindeten Riki traut sie ihren Augen nicht.
denn Aileen sieht ihren totgeglaubten Bruder, wie er an der Seite eines kühnen Riki kämpft. Weder ein Pfeil im Arm noch ein Schwerthieb könnte Aileen so schwer treffen wie der Verrat ihres Bruders. Sie selbst würde sich niemals mit dem Feind verbünden. Auch nicht, wenn sie sich verliebt. Und selbst dann nicht, wenn es den Untergang der Clans bedeutet. Oder? Und hier steht dann noch als Anmerkung, rau, wunderschön und treffsicher. Das Herz der Kämpferin erzählt sowohl düster und herzzerreißend von Krieg, als auch umsichtig und gedankenvoll von Identität, Familie und Glaube. Eine Geschichte so wild wie ihre Hauptfigur. Und ich muss sagen, ich finde, das klingt richtig, richtig gut. Ich freue mich schon wirklich sehr auf das Herz der Kämpferin. Und wie gesagt, ich finde das Cover wunderschön, ich finde die Geschichte ultra spannend. Und wenn ich es gelesen habe, werde ich euch natürlich gleich berichten, wie mir das Buch gefallen hat. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr und bin gespannt auf die Geschichte. Machen wir gleich weiter mit drei Büchern, die am 2. Oktober erscheinen. Und zum einen ist das der zweite Teil der Mythos Academy Colorado. Ich kann euch hier zum Inhalt nichts sagen, weil ich den ersten Teil von Mythos Academy Colorado noch nicht gelesen habe. Ich hoffe nur für alle, die das lesen, dass es nicht wieder 150, 200 Seiten Wiederholungen sind wie bei der Mythos Academy. Ich glaube, wir alle verfluchen die Mythos Academy dafür, dass es so viele Wiederholungen da drin sind. Und ja, auf jeden Fall kommt der zweite Teil der Mythos Academy Colorado raus am 2. Oktober. Ich weiß, meine eine Arbeitskollegin wird dieses Buch auf jeden Fall wieder lesen. Und ja, wenn ich es irgendwann mal schaffe, kann ich mir die Bücher von ihr dann auch mal ausleihen. Aber das ist ein Buch, was ich definitiv im Oktober leider nicht mitlesen werde. Aber ich dachte mir für euch zur Info, dass es erscheint, wäre ganz nett. Und das zweite Buch, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Die Deadlist von Jennifer L. Armentrout. Und ja, ich freue mich schon sehr auf diese Geschichte. Das ist wieder so ein, naja, erotischer Thriller wie Deadly Ever After auch. Und ja, ich kann euch ja auch mal hier vorlesen, worum es in diesem Buch geht. Eine teuflisch grinsende Clownmaske auf dem Bett, ein toter Vogel im Rucksack und unheimliche Schatten, die sie verfolgen. Seit Ella eines Nachts auf dem Nachhauseweg von einem maskierten Mann angegriffen wurde, lebt sie in ständiger Angst vor einem weiteren Überfall. Doch nicht nur Ella steht auf der Liste des Unbekannten. Als zwei Mädchen verschwinden und eine Leiche geborgen wird, spitzt sich die Situation dramatisch zu. Mehr als jemals zuvor benötigt Ella den Beistand ihres Schwarms Jensen, denn nur in seinen starken Armen fühlt sie sich sicher. Aber der Killer spielt ein ausgeklügeltes Spiel. Und ja, wir kennen alle Frau Armentrout. Und ich denke, dass das wieder eine richtig gute Geschichte sein wird, wo die Liebesgeschichte natürlich nicht zu kurz kommen darf. Und ja, das liebe ich bei dieser Frau ja auch einfach. Und ja, ich freue mich schon sehr auf The Deadlist. Und auch dieses Buch werde ich im Oktober auf jeden Fall mitlesen. Ihr wisst, Jennifer Armentrout wird bei mir immer sofort gelesen. Ich habe die Woche auch Wicked von ihr gelesen. Und ich kann nur sagen, Leute, Wicked war wieder so gut. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Und das dritte Buch, was am 2. Oktober erscheint, ist das neue Buch von Laura Kneidel, Die Krone der Dunkelheit. Oder die Krone aus? Wartet, jetzt bevor ich was Falsches sage. Die Krone der Dunkelheit habe ich mir aufgeschrieben. Okay, dann wird es auch die Krone der Dunkelheit gewesen sein. Ich weiß irgendwie gerade die Krone aus Dunkelheit. Ihr seht es ja hier auf jeden Fall richtig eingeblendet. Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall war ich jetzt vor kurzem bei der Lesung von Bianca und Laura und da hat Laura so ein bisschen was über dieses Buch erzählt und ich fand, das klang einfach richtig gut. Und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Gleich, wenn das Flugzeug vorbei ist. Als letzte kleine Anmerkung noch weg. Ich hoffe, ich spreche das jetzt hier alles richtig aus. Bestimmt nicht, aber verzeiht mir das Ganze. Es sind viele Wörter drin, die es nicht gibt. Magie ist in Topria, dem Land der Menschen, verboten. Doch Prinzessin Fea wirkt sie trotzdem. Und das nicht ohne Grund. Vor 2 Jahren wurde ihr Zwillingsbruder entführt und seitdem versucht Fea verzweifelt, ihn zu finden. Endlich verrät ihr ein Suchzauber, wo er sich aufhält. In Melitrian, dem sagenumwobenen Nachbarland, das von magischen Wesen und grausamen Kreaturen, den Elva, bewohnt wird. Gemeinsam mit dem unsterblichen Wächter Larkin begibt sich Fea auf den Weg dorthin und muss ungeahnten Gefahren ins Auge blicken. Zur selben Zeit setzt die rebellische Kaelin alles daran, bei den Wächtern aufgenommen zu werden, welche die Grenze zwischen Toprian und Melitrian schützen. Ihr gesamtes Dorf wurde einst von blutrünstigen Elva ausgelöscht. Und Kaelin sehnt sich nicht nur nach Rache, sondern möchte auch um jeden Preis verhindern, dass so etwas noch einmal geschieht. Doch ihr Ungehorsam bringt sie bei den Wächtern immer wieder in Schwierigkeiten, bis sie schließlich bestraft wird. Sie soll als Repräsentantin an der Krönung des Feeprinzen teilnehmen. Dafür muss sie nach Melitrian reisen, in ein Land, in dem es vor Feinden nur so wimmelt. Und während sich die beiden Frauen ihrem Schicksal stellen, regt sich eine dunkle Macht in der Anderswelt, welche Topria und Melitrian gleichermaßen bedrohen wird. Ich finde, das klingt richtig, richtig gut. Es ist auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr umfassende High-Fantasy-Geschichte. Und ja, ich bin da wirklich schon sehr, sehr gespannt drauf. Wie gesagt, was Laura bei der Lesung von dem Buch alles erzählt hat, klang wirklich richtig, richtig gut. Und ja, ich werde dieses Buch auch auf jeden Fall lesen, das kann ich euch schon verraten. Und ja, ich werde da natürlich berichten, wie es mir gefallen hat. Es ist der erste Teil auf jeden Fall einer Trilogie, das habe ich Laura noch gefragt. Also ja,
es werden wieder drei Teile und das heißt, wir müssen dann geduldig sein mit den Fortsetzungen, aber ich bin erstmal auf den ersten Teil gespannt und ja, wie gesagt, werde euch dann natürlich berichten, wie er mir gefallen hat. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass am 15.10. der 13. Teil der Fuchsgeschichte erscheint von der lieben Niki Kiso. Ihr wisst ja, ich liebe die Fuchsgeschichte von Niki. Ich habe es schon 150 Millionen tausend Mal gesagt, dass ich diese Geschichte wirklich richtig toll finde, dass ich die Charaktere toll finde, dass ich die Idee mit den Fuchsgeistern und den Fuchsgöttern und diesen verschiedenen Ländern und dass ich das einfach ganz, ganz toll finde. Und ich finde, diese Geschichte entwickelt sich in eine so tolle Richtung. Wir sind ja am Anfang in diesem kleinen Dorf, in dem Land der Kenai und es ist ja quasi ein Kontinent, auf dem wir uns befinden, mit verschiedenen Stämmen und Völkern und alles spielt so zusammen. Und dann, während diese Geschichte erzählt wird, begeben wir uns auf eine Reise in ferne Länder. Und es passiert so viel rund um Maikaila und ihren Fuchsgeistrennen. Das ist so richtig, richtig cool. Und ja, ich freue mich jetzt schon auf den 13. Teil der Fuchsgeschichte auf jeden Fall. Und ja, kann euch die Fuchsgeschichte wie immer nur ans Herz legen. Es gibt ja inzwischen auch diesen großen Sonderband, wo der 1. bis 9. Teil der Fuchsgeschichte drin ist. Das sind auch 550 Seiten dann gleich und die kann man dann so richtig schön am Stück gleich weglesen. Und da ich die Fuchsgeschichte so liebe, kann ich euch immer wieder nur sagen, lest sie, lest sie, lest sie. Und ich freue mich jetzt schon auf den 13. Teil und bin gespannt, wie es mit Maikaila und Ren und allen anderen weitergeht. Dann habe ich mir jetzt noch zwei Bücher für den 24.10. aufgeschrieben und zum einen erscheint am 24.10. der 2. Teil von Vollendet. Da freue ich mich schon wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig doll drauf, denn den 2. Teil habe ich ja bisher noch nicht gelesen. Den 1. Teil habe ich ja so Anfang des Jahres schon so im ersten Drittel mitgelesen und ja, ich möchte jetzt im Oktober auf jeden Fall den 1. Teil auch dann nochmal rereaden, bevor ich dann den 2. Teil lese. Ich habe ja diese Bücher bei Lovely Books gewonnen, die komplette Reihe und ich bin schon wahnsinnig gespannt, wie es mit Vollendet weitergeht und ja, wenn ich das Buch gelesen habe, werde ich euch auch natürlich hier berichten, wie mir der 2. Teil gefallen hat. Und wie gesagt, ich versuche die auf jeden Fall im Oktober auch noch mitzulesen, den 1. wie den 2. Teil, denn diese Geschichte ist einfach so gut. Ich liebe Neil Schusterman, er schreibt so, so toll und ich freue mich schon sehr auf den 2. Teil von Vollendet. Und das 2. Buch vom 24.10. ist Pure Desire, nur du. Und ja, auch dieses Buch werde ich mitlesen im Oktober. Wie gesagt, es erscheint erst Ende Oktober am 24. Und das ist wieder eine romantische Liebesgeschichte und ich hoffe, dass es so in die Richtung von Redwood Love und der Green Mountain Serie gehen wird. Es klingt auf jeden Fall so danach und ja, ich würde sagen, ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Liz lebt mit ihren Schwestern in einem alten Holzhaus am wunderschönen Lake Tahoe. Doch auch das Leben am schönsten Ort der Welt kann hart sein. Seit dem Tod ihrer Eltern ist Liz für alles verantwortlich. Ihre jüngeren Schwestern, das Haus und den verschuldeten Diner am See. Disziplin ist längst zu ihrer zweiten Natur geworden. Beziehungen, Liebe, Sex, Fehlanzeige. Das ändert sich schlagartig, als sie Cole kennenlernt. Er ist sexy, selbstbewusst und lässt sie in einem leidenschaftlichen Strudel aus Verlangen und Gefühlen alle Regeln vergessen. Was Liz nicht weiß, diese heiße Affäre könnte sie schon bald sehr viel mehr kosten als nur ihr Herz. Ich bin auf den 1. Teil der Pure Desire-Reihe auf jeden Fall schon sehr gespannt und ja, ich freue mich da schon sehr drauf und auch hier werde ich euch natürlich berichten, wie es mir gefallen hat, wenn ich es gelesen habe und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch gerade nicht sagen. So, und alle Bücher, die jetzt kommen, erscheinen am 26. Oktober. Und das erste Buch davon ist das neue Buch von Colleen Hoover, Die 1000 Teile meines Herzens. Ja, die 1000 Teile meines Herzens und ich habe mir das vorhin mal durchgelesen. Mich persönlich spricht das jetzt nicht so an, aber ich weiß, es gibt viele Colleen Hoover-Fans da draußen. Und ja, in dieser Geschichte geht es um ein Mädchen, was sich in den neuen Freund ihrer Zwillingsschwester verliebt. Und da ist natürlich Chaos vorprogrammiert. Und ja, darum geht es in dieser Geschichte, um diese Liebe und diese Dreiecksbeziehung im Endeffekt. Also wie gesagt, mich hat es jetzt persönlich nicht so angesprochen, deswegen habe ich es mir jetzt auch nicht näher mit aufgeschrieben. Aber wen es interessiert, wie gesagt, am 26.10. erscheint es auf jeden Fall. Dann ebenfalls noch mit erscheint der 3. Teil der Ivy Years-Reihe, Solange wir schweigen. Und das ist kein normaler Adult-Roman, sondern so ein Gay-Roman. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe bisher solche Romane noch nicht gelesen. Ich habe keine Ahnung, ob mir das gefallen wird oder nicht. Ich würde es aber probieren, weil ich die Ivy Years-Reihe wirklich sehr, sehr cool finde. Und ich finde, Sarina Bowen ist eine großartige Autorin. Und ich finde, wenn einer eine Chance verdient, dass ich das mal echt ausprobiere, dann Sarina Bowen. Deswegen habe ich mir das Buch auch auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Und ich lese euch auch mal hier vor, worum es im 3. Teil der Ivy Years-Reihe geht. Wenn die Liebe dein dunkelstes Geheimnis ist. Michael Graham ist geschockt, als er erfährt, dass das neueste Mitglied des Eishockey-Teams ausgerechnet John Ricker ist. Der einzige, der Michaels größtes Geheimnis kennt. Michael weiß augenblicklich, dass alles für ihn auf dem Spiel steht, was er sich im Harkness College aufgebaut hat. Denn auch nach all den Jahren kann Johns Lächeln allein seine Welt aus den Angeln heben.
Und ja, ich finde, das klingt doch eigentlich nach einer ganz putzigen, süßen Geschichte. Und ja, wie gesagt, ich möchte den dritten Teil der IBS-Reihe auf jeden Fall lesen. Denn wie gesagt, wenn ich denke, dass eine Autorin das so schreibt, dass mir das gefallen könnte, würde, sollte, hätte. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ob es mir gefällt. Ich habe so einen Roman bisher noch nicht gelesen. Es hat mich bisher einfach noch kein Roman in die Richtung richtig angesprochen. Ich habe schon mehrere Romane in die Richtung empfohlen bekommen, aber so richtig rangetraut habe ich mich noch nicht. Aber ich denke, solange wir schweigen, wird das erste Buch sein, so in diese Richtung, was ich mal austesten werde. Und dann ebenfalls noch mit erscheint der erste Teil All In. 1000 Augenblicke heißt der erste Teil, glaube ich. Und das ist wieder so eine Rockstar-Geschichte. Da ich aber in letzter Zeit relativ viele Rockstar-Geschichten gelesen habe und hier auch noch was rumstehen habe, was ich lesen möchte unbedingt, habe ich mir das Buch jetzt nicht mit aufgeschrieben, dass ich das persönlich für mich haben möchte. Deswegen habe ich mir jetzt auch den Inhalt mal nicht mit aufgeschrieben, weil ich glaube, dieses Video hier wird lang genug. Und ja, nur für euch mit zur Info, dass dieses Buch erscheint, All In, 1000 Augenblicke. Wie gesagt, eine Rockstar-Geschichte, die eigentlich recht cool klingt, aber für mich in dem Moment nicht ansprechend genug. Aber schaut sie euch auf jeden Fall an, wenn es euch interessiert. Dann habe ich mir noch mit aufgeschrieben Heartless. Das ist der erste Teil der Amanto Brothers Reihe. Und ja, hier geht es um einen Baseballspieler. Und ja, ich finde, dieses Buch klingt echt richtig, richtig gut. Und ich lese euch mal vor, worum es hier drin geht. Als Eddie ein handgeschriebenes Tagebuch findet und es seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben will, ahnt sie nicht, dass diese Begegnung ihr Leben verändern wird. Denn der weltberühmte, schlecht gelaunte und unheimlich attraktive Ex-Baseballspieler Alessio Ace Amanto macht ihr unmissverständlich klar, was er von aufdringlichen Fans wie Eddie hält. Aces Verzweiflung und die tragische Liebesgeschichte aus dem Tagebuch gehen Eddie aber nicht mehr aus dem Kopf. Und so sehr sie weiß, dass sie sich von ihm fernhalten sollte, zieht seine Traurigkeit sie jeden Tag tiefer in seinen Bann. Und hier steht noch die perfekte Mischung aus Angst, Herzschmerz und Hoffnung. Und ich finde, das klingt so wieder nach einer richtig, richtig tollen Geschichte. Und ja, deswegen habe ich mir Heartless auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Und ja, wenn ich es gelesen habe, irgendwann werde ich es lesen. Bestimmt nicht gleich im Oktober, aber irgendwann, ja, werde ich euch auf jeden Fall berichten, wie es mir gefallen hat. Dann noch mit aufgeschrieben habe ich mir Maybe This Time und Auf Einmal Ist Alles Ganz Anders, heißt der deutsche Untertitel, glaube ich. Und ja, auch das ist natürlich wieder eine Liebesgeschichte. Und ja, ich lese euch auch mal hier vor, worum es in Maybe This Time geht. Und ich finde, das klingt auch wieder nach einer richtig süßen Geschichte. Abigail Jensen hat die Nase voll von Männern. Nach einer komplizierten Trennung will sie in ihrem Heimatstädtchen Glenwood Falls, Colorado, einen Neuanfang wagen. Hier hofft sie, sich erst einmal ganz auf ihre Tochter konzentrieren zu können. Doch sie hat die Rechnung ohne Jackson Westmore gemacht. Jackson ist groß, gut aussehend und er scheint ein Auge auf Abby geworfen zu haben. Doch wie kann das sein? Schien er sie doch früher zu hassen. Und das klingt auch wieder nach einer ganz, ganz süßen, putzigen Geschichte. Und hier steht noch humorvoll bewegend und absolut verführerisch. Für alle Leserinnen von Mary Force. Ich liebe Mary Force, zumindest die Green Mountain Serie von ihr. Also könnte Maybe This Time auf jeden Fall ein Buch für mich sein. Ich habe es mir auf jeden Fall mit aufgeschrieben und wie gesagt, finde, es klingt nach einer richtig, richtig süßen Geschichte. Damit sind wir beim letzten Buch für dieses Video angekommen und das ist natürlich auch wieder eine Liebesgeschichte aus dem Lux Verlag. Wie sollte es anders sein? Und zwar habe ich mir auch geschrieben Still Broken und ja, ich finde, diese Geschichte klingt auch wirklich sehr interessant und ich werde euch auch mal hier vorlesen, worum es in diesem Buch geht. Als Nora sich am College in den unnahbaren Max verliebt, beginnt die aufregendste Zeit ihres Lebens. Die Gefühle zwischen ihnen sind leidenschaftlich echt und so völlig anders als alles, was sie zuvor erlebt haben. Doch Nora spürt, dass Max etwas vor ihr verbirgt. Und als er plötzlich verschwindet, zerbricht ein Teil in Nora, der auch Jahre später nicht heilen will. Bis ihre erste große Liebe wieder vor ihr steht und sie beide für ihre Liebe kämpfen müssen. Und ja, ich finde, das klingt auch wieder nach einer richtig, richtig coolen Geschichte. Und ja, ich habe es mir auf jeden Fall nochmal mit aufgeschrieben. Und damit sind wir am Ende mit den Neuerscheinungen für Oktober. Wie gesagt, ich habe bestimmt 150 Millionen verschiedene Bücher vergessen. Falls es Bücher gibt, wo ihr sagt, unbedingt, unbedingt lesen, Leute. Dann schreibt sie unten in die Kommentare für mich und für alle anderen, dass wir da nochmal mit gucken können. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.